Ja, der gesunde Menschenverstand. Wir glauben alle zu wissen, was das ist. Wir glauben alle zu wissen, was dahinter steckt. Aber wissen wir es wirklich? Albert Einstein hat gesagt, der gesunde Menschenverstand ist die Summe aller Vorurteile, die sich bis zum 18. Lebensjahr im Bewusstsein festgesetzt haben. Wo kommt der gesunde Menschenverstand her? Naja, wir sind ja eigentlich alle ein Opfer der Evolutionsgeschichte. Und Evolution bedeutet, dass sich alles entwickelt im Sinne von Optimierung. Und unser Gehirn zum Beispiel hat sich natürlich dahingehend entwickelt, dass es optimal angepasst ist der Umgebung, in der wir uns befinden. Und diese Umgebung, die ist makroskopisch. Makroskopisch heißt wiederum, wir müssen uns auf unsere Umgebung einstellen. Wir nehmen die Umgebung wahr mit unseren Augen, mit unseren Ohren. Und all das hat dazu geführt, dass wir eine gewisse Vorstellung haben, wie unsere Welt funktioniert. Und mit unserer Welt meine ich eigentlich unsere lokale Welt. Ja, unsere lokale Welt bedeutet, wir haben uns auf einen Planeten eingefunden. Wir haben auf diesem Planeten uns entwickelt und wir haben uns dahingehend entwickelt, dass wir auf diesem Planeten wunderbar leben können und dass wir die Gegebenheiten dieses Planeten akzeptieren. Aber leider ist das nur ein Teil dessen, was die Natur entwickelt hat. Wir können also nur einen Teil dessen, was wirklich die Natur der Natur ist, wahrnehmen und denken, dieser Teil, den wir wahrnehmen, sei die Wirklichkeit. Nehmen wir zum Beispiel mal die Farbe Rot. Also wir alle haben eine Vorstellung davon, wie die Farbe Rot aussieht, wie ein Gegenstand aussieht, der rot ist, wie Rot für andere aussieht. Und da fängt es schon an, da machen wir schon den ersten Fehler. Woher wissen wir eigentlich, dass jemand anders das gleiche Rot sieht, das wir sehen? Vielleicht ist es ja so, dass jemand anders etwas völlig anderes sieht, was wir sehen, also als das wir sehen, wenn er rot sieht. Wir wissen ja noch nicht mal, ob er vielleicht nicht etwas sieht, was wir als grün bezeichnen würden. Ein Mensch, der rot-grünblind ist, sieht etwas völlig anderes als ein Mensch, der trichromatisch ist, der also drei Farbrezeptoren hat. Oder gar ein Tetrachromat, der vier Farbrezeptoren hat. Interessanter wird es noch, wenn wir uns vorstellen, dass eine Biene in den Raum kommt. Eine Biene sieht überhaupt kein Rot. Eine Biene sieht ultraviolett. Und wenn eine Biene zum Beispiel mein T-Shirt sehen würde, würde es für sie auch nicht weiß aussehen, sondern für die Biene sieht dieses T-Shirt ja blau-grün, ein bisschen ins Violette verschoben aus. Und damit ist es schon ein Problem. Wir sehen halt nicht die Wirklichkeit, wenn wir rot sehen. Jetzt kann man natürlich argumentieren, okay, wir können jetzt mit den Methoden der Physik zum Beispiel die Farbe Rot ausmessen und wir stellen dann fest, dass wir eine bestimmte Lichtwellenlänge im roten Bereich haben, zum Beispiel so an die 800 Nanometer, 780 Nanometer, vielleicht 600 Nanometer, vielleicht 650 Nanometer, all das geht so ein bisschen in den rötlichen Bereich rein. Aber das Problem ist, dass wir dann auch nur eine Frequenz messen. Die Farbe Rot selber, die wir wahrnehmen, und der physikalische Prozess der Frequenzmessung, auch das sind eigentlich schon zwei völlig verschiedene Dinge. Das heißt, die Wahrnehmung der Farbe Rot und das, was die Farbe Rot wirklich ist, das sind unterschiedliche Dinge. Und nicht nur bei Farben ist es ja so. Wir müssen uns jetzt einmal vielleicht in eine Situation versetzen, die sagen wir mal, ein dunkler Wald und in diesem Wald fällt ein Baum um und niemand ist in diesem Wald.
der das hören kann. Wir haben auch kein Mikrofon, also keine akustischen Geräte aufgestellt, die diese Aktion irgendwie wahrnehmen könnten oder messen könnten. Und es sind auch keine Tiere da, die irgendetwas hören könnten. Und die Frage ist, kracht es jetzt, wenn der Baum umfällt, oder kracht es nicht? Und da müssen wir uns einfach fragen, was bedeutet denn es kracht? Es kracht heißt doch, dass eine Schallwelle ausgesendet wird. Diese Schallwelle kommt in unserem Ohr an. Dort wird ein Trommelfell bewegt und dann wird über drei Hörknöchelchen, Hammer, Amboss und Steigbügel das Ganze zum Gehirn übertragen. Und dann im Gehirn wird offensichtlich daraus ein akustisches Signal. Die Frage ist jetzt bloß, was macht das Gehirn eigentlich, wenn es ein akustisches Signal erzeugt? Wenn aber dieses akustische Signal im Gehirn entsteht, dann heißt das doch, dass wenn niemand da ist, es nicht kracht. Wir denken immer, es kracht, aber wenn niemand da ist, kracht es nicht. Genauso, wenn im Chemieraum eine Flasche mit Buttersäure kaputt geht, dann riecht es ziemlich übel, wie jeder weiß, der das schon mal erlebt hat. Wenn wir jetzt aber aus dem Raum rausgehen, riecht es oder riecht es nicht? Wenn wir uns das Beispiel mit dem Hören eben mal vergegenwärtigen nochmal, dann müsste jetzt die Antwort auch lauten, es riecht nicht. Also offensichtlich ist es nicht so, dass die Moleküle der Buttersäure den Geruch hervorrufen, sondern es ist irgendwie unser Gehirn. Und wenn wir jetzt nochmal ein Stück weiter denken, ist es nicht unser Gehirn, sondern unser Bewusstsein, das dafür sorgt, dass wir etwas riechen. Unser Bewusstsein ist es, was dafür sorgt, dass wir etwas schmecken. Und unser Bewusstsein ist es, das dafür sorgt, dass wir etwas hören, sehen, in irgendeiner Form überhaupt wahrnehmen. Das bedeutet also, die Welt, wie wir sie wahrnehmen, und die Welt an sich, das muss schon ein Unterschied sein. Ja, wir nehmen etwas anderes von der Welt wahr, als die Welt wirklich hergibt. Und das, was wir wahrnehmen, ist letztlich ein Vorurteil über die Welt, die offensichtlich etwas anders funktioniert. Und dieses andere Funktionieren ist auch etwas, das man naturwissenschaftlich greifen kann. Und man muss lernen, dass es zu unserer Vorstellung der Welt und zu unserer Vorstellung von Physik, die wir vielleicht in der Schule lernen, zur Wirklichkeit noch einen Unterschied gibt. Und dass es eine alte und eine neue Physik gibt. Und die alte Physik, die nenne ich auch gerne die materielle Physik oder die materialistische Physik, ist eine andere als die neue, die moderne Physik, die ich gerne als eine holistische Physik, das heißt eine ganzheitliche Physik betrachte. Und ich möchte in einigen Videos, die diesem folgen, ein bisschen was erzählen über diese neue Physik, über diese holistische Physik, über die moderne Physik, die seit über 100 Jahren Fundus und Bestandteil der Physiker ist, die aber an den Schulen immer noch nicht in der Form gelehrt wird, um sie begreiflich zu machen. Und man kann diese moderne Physik von Grund auf verstehen, wenn man bereit ist, sein Weltbild ein bisschen zu ändern. Und darüber möchte ich in den nächsten Videos ein bisschen was erzählen.